Hallo, da sind wir wieder. Wir haben gerade erfolgreich unsere Hochzeit angefangen zu planen. Wir haben unsere Brüder gefragt, Rollen in der Hochzeit zu übernehmen. Max ist, glaube ich, Trauzeuge. Moritz ist jetzt Blumenverteiler-Sim geworden, also im Grunde Blumenkind. Die Schwester von Kiyoshi ist Kiyoshis Trauzeuge. Müssen wir mal gucken, dass die Eltern auch irgendwie Rollen übernehmen. Okay, klettert durcheinander. Wie geht's dir? Bin ich gerade überlegen, wie lange geht das Semester noch? Verbleibende Semestertage 4. Weil man könnte ja auch mal langsam so ein bisschen andeuten von wegen, ne? Kind und so. Weil sonst wird das auch irgendwann knapp, dann sind die Rentner und das Kind ist noch ein Kleinkind. Das wird ein bisschen eng sonst. Aber ich sehe es jetzt schon, es wird wahrscheinlich eh ein Einzelkind, es sei denn, sie kriegen zufällig Zwillinge. Ja, du kannst mal kurz duschen gehen, mein Freund. Wie geht's dir? Kleinigkeit snacken. Komm, gehen wir Mehl-Menü zubereiten. Oh, ja, bitte. Da. Bisschen Sushi. Sushi ist auch gut für Laktoseintolerante. Ist okay, reicht jetzt. Brauchst nicht weiter mit deinem Bruder reden. Ist auch super spät. Die könnten mal langsam nach Hause gehen hier oben, ne? Flirten die zwei gerade? Das wäre es ja noch. Seine Schwester und ihr Bruder. Ich glaube, das werde ich auch mal irgendwann heimlich in die Wege leiten, weil ich das einfach zu gut finde. Ich weiß nicht, warum Moritz sehe ich irgendwie noch mit wem anders. Vielleicht noch mit dem anderen Bruder von ihm. Es bleibt alles in der Familie. So, könnt ihr bitte gehen? Nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Danke. Es wird Zeit, dass ihr geht, Leute. Ist echt spät, ne? Danke. Sushi. Snack dir einen rein. Wie geht's dir? Ja, komm, mach mal kurz hier sauber. Okay, die Katze jagt ihren nicht vorhandenen Schwanz auf dem Kühlschrank. Kann man machen. Na komm, nimm dir auch mal kurz Reste. Oh, du nimmst ja Salat, passt. Du gehst mal kurz noch duschen. Sind tatsächlich gar nicht mal so krass reich. Ah ja, okay, du bist nicht mehr so bufft. Das ist ganz gut. Kannst du bitte essen? Oh, er räumt selber auf, ja, top. Achso, ja, mach doch einfach die Musik aus, wenn du müde bist. So. Jetzt wird aber mal hier attempted. Mal sehen, ob es funktioniert. Wir werden es nicht direkt überprüfen. Aber langsam ist ja mal an der Zeit vom Alter, weil wir wollen ja auch irgendwie, dass unsere Generation weitergehen. 18 Tage, dann wird das Kind wenigstens irgendwie bis zum Teenager, wenn sie Rentner sind, und dann können das Kind ausziehen. Und dann wird es mit dem Kind weitergehen. Ich bin mal gespannt. Weil ich würde es so halten, dass wir einfach das Erstgeborene nehmen, egal was für ein Geschlecht. Weil das kann sich ja auch jederzeit ändern. Bin ich mal gespannt, ob das dann jetzt sogar instant funktioniert oder. Weil das wird ja zum Glück nicht mehr gespoilert. Du kannst schlafen. Wann musst du zur Vorlesung? In 11 Stunden. Ja, passt. Können ja mal gerade ein bisschen schlafen. Zu welcher Vorlesung musst du denn? 10 Stunden. Lass mich raten, das ist genau die, wo die Hausarbeit noch nicht von. Ja, natürlich. Es ist immer die, wo die Hausarbeit nicht von fertig ist. Oh, Aden muss gleich zur Schule. Zur Uni. So, du schreibst deine Hausarbeit. So, zu welcher Vorlesung muss Aden? Lass mich raten.
Roboterprogrammierung. Ich glaube, die haben wir sogar gemacht, die Hausarbeit. Oh, wir haben alle fertig. Geil. Ahn geht's top. Na dann viel Spaß bei der Vorlesung. Und Notizen machen. Wann musst du los? 6 Stunden. Ja, du musst das jetzt erstmal fertig machen. Ich frage mich nämlich, ob es noch passt, das hier reinzubringen. Also, die gehört nicht Kiyoshi. Das könnten wir nämlich auch vorher machen. Je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert mit der Hausarbeit, könnten wir nämlich einmal vorher die Abschlusspräsentation halten, dass wir das auch schon mal haben. Weil das Semester geht auch nicht mehr so lange. Dann geht's los. 5 Stunden noch wird's passen. Ich glaube, 2 Stunden oder so brauchen die dafür. Wir haben Post. So, wie sieht's aus? Ja, du musst direkt zur nächsten Vorlesung. Kannst du nochmal Notizen machen? Wie ist mit dir? Ja, komm, werd mal fertig. 4 Stunden. Nein! Die Mutter! Ja, komm! Gönn dir! Geil! Sorry, aber ich habe gesagt, wenn die Mutter nochmal anruft und sagt, sollen wir ein Kind kriegen, dann sage ich ja. Richtige Gebärmaschine. So, das muss ich mir jetzt mal angucken. Also nicht Gebärmaschine, aber die hat schon einiges an Kindern. So, sie hat ihn bekommen, Erstgeborene. Dann hat die Mutter die Schwester bekommen, Zweitgeborene. Dann hat die Mutter Marcel Ito adoptiert, oder die Eltern halt zumindest. Dann wurde, glaube ich, Michael Ito adoptiert. Und ich glaube, Jenny kam dann auf die Welt. Also die ist nochmal leiblich. Dann kam Nadja. Und jetzt werden die gar. Also jetzt werden die auf jeden Fall nochmal ein Kind kriegen, weil wir gesagt haben, ja, mach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allein sind 7 Kinder. Gut. Davon sind dann ja auch immerhin 5 selber geboren. Also, ist kein schlechter Schnitt, ne? Fallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ja gut, dann ist der Haushalt voll mit dem Achten und die haben eigentlich keinen Platz für Kinder. Aber sagen wir mal so, eigentlich könnte die Schwester auch mal ausziehen. Und ich glaube, ne, er ist Oberschüler, aber er könnte auch ausziehen und dann ist wieder Platz für mehr Kinder. Vor allem altert die Mutter nicht, also wird die nicht mal bald zur Rentnerin? Zur Seniorin? Ist das nicht so ein Ding? Verrückt. Komm, halt mal deine Abschlusspräsentation, das passt schon. Crazy. Ich glaube, da werde ich zwischendurch auch mal reingucken und tatsächlich mal die älter sind, auch einmal ausziehen lassen. Irgendwo anders hin. Einfach nur, weil ich es witzig finde, ob sie dann noch mehr auf die Idee kommt, ja, lass mal noch ein Kind machen. Das wäre schon funny. So, musst du in 2 Tagen. Okay, dann kannst du nämlich auch deine Abschlusspräsentation halten. Bevor das zu Ende ist. Und dann haben wir das nämlich auch schon durch. Und dann musst du nur zu den Prüfungen. Haha. Wir sind sneaky. Wir kümmern uns um Uni, um Haustiere, um Haushalt und um Hochzeit. Wir sind krass. Ja, okay, nicht wirklich, aber trotzdem. So, er muss gleich zur Vorlesung. Oh, er ist wieder da. Geh ganz schnell auf Klo, mein Freund. Was will sie? Auflegen. Geh mal ganz dringend auf Klo. Wiedersehen? Okay, ja, tschüss. Ja, tschüss. Du, warte mal, du hast. Du musst auf Klo, trink nicht noch mehr. Geh jetzt pinkeln. Was mit dir? Du hast Hunger. Was will der Bruder? Ja, komm, geh halt ran. Ey! So passiert das nämlich, dass das wegkommt. Du lässt es irgendwo in der Gegend liegen. Safe hat die das einfach liegen lassen bei dem Dingens. Komm hier. Einmal die Kacke wegwerfen. So. Hast du jetzt dein. Geht doch. Wir haben extra ein neues gekauft. Du hast Hunger. Du sollst nichts trinken. Wenn du Hunger hast, kannst du ruhig essen. Ja, hier, trink das Glas von deinem Mann leer, meinetwegen. Da vergammelt das wenigstens nicht.
Ja, siehste, hat nicht viel gebracht, das Glas leer zu trinken. Bist immer noch hungrig. So, wie geht's dir? Mal hier. Müll leeren. Mach das mal gerade. Könnten auch noch mal ein paar Recyclingmöbel herstellen, ne? Ich würde gerne diese Couch anfertigen können. Aber ich glaube, da müssen wir erstmal noch leveln. Ja, der Riesenschrank. Teppich. Komm, noch so ein Gartenstuhl. Gartenstuhl können wir brauchen. Ich glaube, wir haben einen gelben. Mach mal einen roten. Okay, cool. Mal sehen, ob es diesmal funktioniert. Schon wieder. Also dieser Gartenstuhl scheint so ein Ding zu sein, ne? Scheiß Gartenstuhl, ey. Aber jetzt in Orange. Ist nicht mal schmutzig geworden. Du bist fast Level up, ey. Was will die? Nee. Oh, jetzt sind wir Level up bei dem Herstellungsding. Vielleicht klappt es ja jetzt. Und vielleicht können wir danach was Neues herstellen. Ja, du musst auf Klo, aber hey, so ein Stuhl. Für so einen Stuhl kann man sich schon mal einstuhlen. Ich bin echt dafür, dass wir seine Schwester. Oh nee, du hast hier Laktose reingepfiffen, ne? Oh. Tag verschönern. Komm, kannst mal mit deiner Schwester abhängen. Du musst nicht auf Toilette, du musst auf Klo. Gucken wir mal, was wir danach. Also, was können wir denn anfertigen? Nichts, weil wir gerade nichts haben. Cool. Esszimmersachen. Ich hätte halt voll gern diese Couch. Fliegen verbünden. Ja, nee, wir haben gerade nichts. Wir haben tatsächlich gerade keinen Müll zum Wühlen. Können wir was recyceln? Haben wir irgendwas im Inventar, was wir recyceln können? Hier, Tierkacke. Ich würde sagen, wir recyceln tatsächlich einfach diese Dinger hier, weil ich die nicht brauchen kann. So. Vielleicht kriegen wir dafür Recyclingmaterial. Und wie viel bekommen wir? Ja, ein bisschen. Kannst du wieder ins Bett? Ihr seid so müde, ey. Die Schwester chillt, nice. Wer läuft hier? Ich glaube, jo, Björksen. Ich glaube, das ist auch eins von den neueren Kindern. Ach, ich lieb's einfach. Das ist das beste Update, was kam. Okay, der Hund ist nicht so begeistert von der Schwester. Cool. Ja, die schlafen. Die Schwester chillt jetzt die ganze Nacht bei uns und spielt irgendwelche Spiele. Nice. Was macht sie jetzt? Ah, jetzt wechselt sie an den Laptop hier oben zu spielen, weil sie sich so allein fühlt im Büro. Ist ja überhaupt nicht seltsam, dass du da Computerspiele spielst, während wir schlafen, aber nö. Gönn dir. Was hat er? Dir geht's doch gut, mein Freund. Schlaf halt. Was sagen? Was los? Schlaf weiter. Okay, Schwester ist richtig creepy. Okay, nice. Schwester ist gegangen. Stimmt, hier habe ich gar nicht automatisch eingestellt. Wie süß die Katze hier draußen auch pennt, ey. Hä, voll cool. Das Licht ist anders hier drin. Als da. Oh, Essen für zwei. Da ist tatsächlich jemand schwanger. Okay, das heißt, das Semester dauert noch 3 Tage. Das heißt, mit passendem Semesterende, weil ich glaube, die Schwangerschaften dauern hier auch 3 Tage, könnte sein, dass das Kind kommt. Das heißt, Studium beendet, Kind raus.
Wilde Sache. Das heißt, wir können jetzt offiziell unten das Kinderzimmer anfangen einzurichten. Also nicht viel einrichten, ich stelle ja einfach dieses Kinderbettchen rein. Wobei, das brauchen wir eigentlich nicht mal da. Naja, wobei da unten, da oben chillen die so selten. Ich stelle jetzt tatsächlich erstmal nur das Kinderbett rein. Damit das nicht so ein hässliches wird. Da das Gute. Ich hätte das gern damit, mit dem Holz. Man kann es nicht mittig stellen. Belastend. Also es geht schon. Oh, ist jetzt einfach so. Haha. Hier ist immer noch kein Licht drin, ne? Wir installieren jetzt eine Lampe. Hier gibt es doch diese süße Wölkchenlampe, oder? Da. Die kommt hier rein. Perfekt. Alles, was wir brauchen. Mehr wird das Zimmer noch nicht eingerichtet. Du hast Hunger? Ja, komm, gönn dir. Geh mal erstmal auf Toilette. So, was hat er? Okay, einiges an Bedürfnissen, die befriedigt werden müssten, aber er entscheidet sich, seine Aufgaben zu machen. Das finde ich sehr gut. Oh. Oh, nee. Ja, und ich... Ja, okay, cool. Das war nicht der Plan. Oh, nee. Die Morgenübelkeit. Ups. Reste nehmen. Ja, gönn dir einen Salat. Was mit ihm? Ja, geh mal auf Toilette danach und dann kannst du ja auch Reste nehmen. Im Idealfall nichts mit Laktose, aber okay. Ja, doch. Passt. Okay, Katze beschwert sich. Ich finde es übrigens smart, dass da das Katzenklo ist. Also ich finde, die haben eigentlich nicht viel Wohnraum. Einfach der Außenbereich wird gut genutzt. Räum doch dein Zeug weg. So. Wie geht's dir? Nee, du gehst jetzt nicht trainieren. Einfach an der Bank, an der Beinpresse erstmal das Kind rauspressen oder was? Bist doch verrückt. Kannst hier. Mach deine Aufgaben. Wann kommt denn die nächste Vorlesung? In 7 Stunden welche? Bezugnahme auf Roboter. Welche Aufgabe machst du gerade? Hm, egal. Du kannst beide, glaube ich, vorher noch fertig machen. So, wie geht's dir? Wann musst du hin? Und was hier? Oh. In 2 Stunden. Lass mir raten, du hast es nicht fertig dafür. Zwei Stunden. Eine Story finden. Muss erstmal, ich wollte gerade sagen, muss erstmal dein Heft finden. Na, ja, okay. Krass. Du bist mit deinen Hausarbeiten gut am Start. Okay, er muss gleich eh zur Vorlesung. Aber dann hat er die andere schon mal einigermaßen weit gemacht. Stimmt, wir haben jetzt die Figur noch. Mal gucken, wo wir die hinstellen. Und ob wir tatsächlich auch irgendwo so eine Kuhpflanze pflanzen, das wäre eigentlich ganz süß. Wann muss er zur Vorlesung? Wahrscheinlich um 10. Na komm. Auf, mein Freund. Okay. Katze faucht. Geekcon ist in der Stadt. Da könnten die zwei ja auch mal wieder hin. Ich glaube, da waren die am Anfang. Oder war nur sie da? Ach, jetzt haben wir schon wieder so einen Usch da. Oh, wir müssen Rechnungen bezahlen. Fällt mir gerade auf. Die haben gar nicht mal so viel Geld. Macht es ja sogar dann tatsächlich Sinn, dass sie arbeiten gehen. Wenn das Kind da ist. Oder sie kaufen sich wieder den großen Mülleimer und verdienen ihr Geld mit Müll. Ist immer noch verrückt, wie viel Geld man damit verdient.
Was, Wettbewerb Geekcon? Nee, gerade nicht. Oh, die Mutti ist da. Hat's einfach nicht geklappt mit dem Kind, Mutti. Oh. Komm, wir machen die Mutti zum Offizianten. Oh. Da freut sich Mutti. Komm. Verlobungsfeier bekannt oder Verlobung bekannt geben machen wir. Was haben wir noch? Schwärmen. Süß. Okay. Ja, nice, da kommt nicht viel als Reaktion. Aber das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall die Mutti. Könnten wir den Vater auch. Komm, dann rufen wir den Vater auch noch an. Wer bist du denn? Oh, oder eins von den kleinen Geschwisterchen, die er aber leider noch nicht kennengelernt hat. Ach, wir müssen doch. Aber die Kinder werden eh da rumhängen. Wer ist sie denn? Komm, wir laden den Papa auch ein. Und dann wird der Papa der Ringträger. Er hat zwar genug Geschwister, die das machen könnten. Aber dann lassen wir es den Vater machen. So, Verlobung bekannt geben. Ach, der Papa von dem ist süß. Da freut er sich. Bitten, Ring zu tragen. So. Nice. Ich glaube, wir haben jetzt beides besetzt. Dann können wir hier einmal bearbeiten. Offiziant ist die Mutti. Und er ist der Ringträger. Nice, wir haben alles besetzt. Und immer noch 11 Gäste, oder? Haben wir sogar noch wen mehr? Ja, die sind besetzt da. Von er kennt mehr Leute, aber naja. Oh, die Hochzeit ist schon in 3 Tagen. Das heißt, wenn das Studium vorbei ist und vielleicht das Kind rauskam. Was? Alles auf einmal. Alles an der Hochzeit. Ich stell mal vor, die Fruchtblase platzt an der Hochzeit. Das wäre wild. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir vorher das Elterngrundstück für die Hochzeit vorbereiten. Okay, wir sind bei der Vorlesung. Die chillen jetzt einfach bei uns zu Hause. So, Notizen machen. Ja, ich kann kein. Also, deine Eltern könnten dich reinlassen. Das war's dann aber auch. Oh, wir haben auch schon lange nicht mehr in den Briefkasten geguckt, was eigentlich in der Nachbarschaft abging. Oh, da läuft Jeb. Warum ist er schlecht drauf? Ich bin mal gespannt, wann das Kind kommt. Und vor allem, was es wird. Säubern. So, ist heute nochmal eine Vorlesung in 19 Stunden. Ja, okay, passt schon. Geh mal Reste essen. Reste nehmen. Musst du zur Vorlesung in 24 Stunden. Ja, passt schon. Oh, du musst all deine Hausarbeiten machen. Welche musst du denn machen für 24 Stunden? Okay. Ja, dann. Machen wir als erstes die. Die brauchst du am ehesten. Wie ist es mit dir? Muss auf jeden Fall mal duschen. 20 Stunden musst du dahin und 18 Stunden dahin. Okay, dann machen wir als erstes Programmieren der Roboter. Gehst du duschen? Oh, das haben wir sogar. Ah, nice. Das heißt, du machst dann die, die übrig ist. Und die Dusche ist kaputt. Komm, die ersetzen wir jetzt einfach. Das geben wir nicht mehr aus. Ich würde sagen, das läuft doch ganz gut bei der Familie. Aus irgendeinem Grund ist jetzt seine Familie durchgehend bei uns zu Besuch, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja, wenn eine Hochzeit ansteht, wird viel geplant, deswegen sind die da. Nicht nur, weil die an unserem Laptop spielen wollen, obwohl die eigene haben. Nein, nein. Hier wurde auch schon wieder angerufen. Was will er? Komm, ja, such dir wen. Okay, damit würde ich dann aber sagen, wir sehen uns morgen wieder.
Tschüss.